Guten Morgen, herzlich willkommen zu einem neuen Video. Heute geht es um das Thema schlechte Menschen. Aus quantenphysikalischer Sicht ist alles Schwingung. Alles, was uns umgibt und alles, was wir selbst sind, sind Schwingungen. Im Alltag weichen wir den Schwingungen, die uns nicht gut tun, aus. Dazu gehören auch schlechte Menschen, in Anführungsstrichen. Es fehlt die Resonanz. Und wir haben mit diesen Menschen nur notdürftig oder wenn wir es nicht unbedingt müssen, gar nichts zu tun. Schwieriger sind schlechte Beziehungen mit Menschen, die uns sehr nahe stehen und mit denen wir freudig, verbunden Kontakt haben möchten. Und das ist schwierig gestaltet. Was sind die Ursachen dafür? Dazu muss man einige Generationen zurückgehen. Zunächst einmal ist unser Land durch zwei Weltkriege gegangen. Und durch diese großen Verluste gab es einen Männerknick in der gesellschaftlichen Gestaltung. Es gab einen Frauenüberschuss und die mussten aufgrund der Schwierigkeiten nach den Kriegen Männerrollen übernehmen. Sie mussten Verantwortung übernehmen, zusehen, wie sie ihre Kinder durchbringen. Und ich möchte das gar nicht weiter ausführen. Es waren harte Zeiten. Und die Frauen haben ihren Mann gestanden. Eine zweite Ursache ist, dass in unserer Gesellschaft entweder Menschen zu viel oder zu wenig Arbeit haben. Sie sind entweder in der Gesellschaft zu sehr engagiert und haben zu wenig Zeit für Freunde, Familie und Hobbys. Und zum anderen, diejenigen, die zu viel Zeit haben, haben oftmals nicht die Erfüllung in Beziehungen, weil sie von der Gesellschaft nicht gebraucht werden, in Anführungsstrichen. Eine dritte Ursache ist, dass unsere Kinder von klein auf in Kindereinrichtungen gehen, auch wenn die Leute dort sicher in bester Absicht und nach gutem Gewissen ihre Arbeit machen, gehören die Kinder in jungen Jahren zu den Eltern und nicht in Kitas. Später gehen sie in die Schule und auch in den Hort. Und auch dort werden sie stark beeinflusst, was nicht immer den Interessen und auch nicht den Eigenheiten der Eltern entspricht. Die vierte Ursache ist das fehlende Bewusstsein für unsere Heimat, für unser Land, für unsere Gesellschaft, für unser... Wie soll ich das ausdrücken? Die liebe Heimat eben. Es fehlen Rituale, es fehlen Werte, die von unseren Eltern, Ureltern weitergegeben wurden, die wir heute nicht mehr weitergeben können, weil sie einfach nicht mehr funktionieren. Viele Dinge, die früher ganz normal und wichtig waren, sind heute out, es ist uncool und somit fehlen eben die Bindungen. Das sind also die vier Ursachen dafür, dass es schwierig ist, gute Beziehungen mit Menschen, die einem sehr nahe stehen, freudig und verbunden zu gestalten. Dann kommt noch etwas dazu, das in neuer Zeit immer mehr zutage tritt, dass die jungen Leute nicht mehr in der Nähe ihrer Eltern wohnen, dass sie andere Wege gehen und sich ausprobieren in der Ferne. Das heißt also, man hat gar nicht mehr den Kontakt, um sich zu sehen, um sich in die Augen zu sehen, um sich zu umarmen und um Anteil zu nehmen. Ja, wie sieht es bei dir aus in der Wohnung? Kann ich dir helfen? Alles das fällt weg, wenn man eben so weit voneinander entfernt wohnt. Zurück zum Thema, alles ist Schwingung. Wenn wir uns aus einer Metasphäre darüber bewusst sind, dass all das, was hier passiert, Schwingung ist, dann gehen wir in eine Beobachterposition. Das heißt, wir gucken uns das an und brauchen nicht in Angst zu verfallen. Das ist nicht jedem Menschen bewusst, aber einige, die das hier zum Beispiel sehen und hören, denen ist das bewusst. Wie kann ich nun damit umgehen, wenn es Schwierigkeiten gibt? Schwierigkeiten sind niedrige Frequenzen. Und wenn die Beziehungen von beiden Seiten in niedrigen Frequenzen unterhalten werden, dann gehen sie in Resonanz aus verschiedenen Gründen. Was kann man nun machen? Wie kann man mit diesen Schwierigkeiten umgehen? Im Grunde genommen gibt es zwei Möglichkeiten. Entweder ich kann etwas tun, ich fühle mich in meiner eigenen Macht
Oder ich kann nichts tun. Die Umstände, die Prozesse, die Umwelt, andere Menschen, zu wenig Geld, Krankheit oder wie auch immer. Die Schuld ist draußen und somit geben wir unsere Macht ab. Also, wir können uns ganz bewusst entscheiden, ist diese Schwierigkeit eine Trainingseinheit, eine Herausforderung in einem emotionalen Fitnesscenter mit hoher Leistung? Und achten wir dabei bewusst auf Grenzen und behalten immer einen kühlen Kopf? Oder tauchen wir in die Tiefe von Angst, Verzweiflung, Ohnmacht und Wut und ertrinken in diesem Gefühl, sodass wir fast ein Sterbeerlebnis haben und fühlen uns ausgeliefert und fühlen uns wie jemand, der nicht schwimmen kann, kurz vorm Ertrinken? Diese Entscheidung muss man ganz bewusst treffen. Man muss sagen, ja, ich habe die Macht oder ich gebe die Macht ab. Es wird nicht allen gefallen, wenn sie wissen, sie haben selber in der Hand einiges dafür zu tun. Doch dazu mehr in einem weiteren Video. Also, gemeinsam ist beiden Wegen auf jeden Fall das Erringen einer Meisterschaft, wenn man den Weg geht und man endet als Held. Damit verabschiede ich mich für heute, bis zu einem nächsten Morgengruß und wünsche uns allen eine gute Zeit. Tschüss und auf Wiederhören.